dann müssen wir doch eher erstmal gegen dieses Fleischpuzzle kämpfen. Au. Hier. Und damit war's das. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ich auch. Mit dem Beschwörungsritual fortfahren? Ja, erstmal Gedanken lesen. Oh, neue Erkenntnis, das ist schön. Von mir aus, macht weiter. Wunderbar. Ich werde sofort beginnen. So. Dann legen wir doch da nochmal einen Punkt drauf. Haben wir auch mehr Mana. So, was haben wir denn für einen schönen Ring erhalten? 6 Intelligenz. Ja, spontane Entzündung. Ja, klingt gut. Nehmen wir den. So. Und den nehmen wir dann statt Jakals. So. Damit ist unser Setup wieder okay. Ich beschwöre dich aus deiner höllischen Dimension. Freund und Seelenpartner von Leike. Aus dem flammenden Abgrund beschwöre ich dich, Razzakel! Warum habt ihr mich von Tartakus hergeschworen, ihr wisst? Was soll das? Wer seid ihr? Der Lieferservice. Sie hatten eine Pizza bestellt. Wenn ich schon hier in eurem Land bin, kann ich auch dem alten Barnabus einen Besuch abstatten. Ich werde ihm zeigen, was passiert, wenn man sich den Kriegshammer eines Dämons aus Leiden nicht mehr zurückgibt. Dann kriegen wir einen schönen Kriegshammer. Das ist ja auch toll. Gut, gegen euch habe ich zwar nichts, aber ich habe euch wegen eurer Seelenverbindung mit Leiken beschworen. Leiken hat wohl neue Freunde gefunden. Guter Plan, ihn zu umgehen, indem ihr gegen mich kämpft. Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass diese kleine List es euch einfacher machen wird. Eigentlich hätte ich viel lieber gegen Leiken gekämpft. Warum muss ich den spastischen Dämon auch Platz machen? Ich meine, gegen einen alten Magier zu kämpfen ist doch jetzt nicht so das Problem. Ich kann nicht. So. So viel zum Thema 1000 Hieb, ne? ihr könnt nicht entkommen, Razzakel. Und ich werde kein Erbarmen mit euch haben. Macht euch bereit für den Tod. Aber ich habe gar nicht vor zu sterben. Und Leiden ebenso wenig, denke ich. Es fing mich auch besser zu überbringen. Ich glaube, das bin ich ihm schuldig. Was für ein Penner. Tausend Seuchen und tausend Flüche sollen diesen feigen Dämon bis in alle Ewigkeit plagen. Jetzt haben wir keine andere Wahl und müssen Leiken selbst stellen. Wir können ja auch hinsetzen, wobei wahrscheinlich sitzt er schon. Ich meine, er hat einen verdammten Thron. Ich will auch einen verdammten Thron. Wir müssen ihn töten. Los. Aber ich habe noch einige Tricks auf Lager. Was wollt ihr, dass ich mache? Konzentriert euch bitte darauf, mich während des Kampfes zu heilen. Und nun wollen wir loslegen. So, Attribute. Wo kommen die jetzt her? Keine Ahnung. Setzen wir auf Leben. So. Und nun müssen wir uns Leiken stellen. Nekromant, seit vielen Jahren Herrscher über diesen Tor. Ein Katzensprung für einen Drachenritter wie uns, auch wenn wir es seit kurzem einer sind. Aber doch ein langes Leben für einen Menschen. Wobei, Leiken könnte auch ein Magier sein, dann lebt er sowieso länger.
So sieht man sich wieder. Der Eindringling und mein ehemaliger Sklave sind gekommen, um meinen Drachenturm zu erobern. Lesen wir nochmal seine Gedanken. Erst töte ich sie. Ja. Töte sie. Und dann? Dann hole ich es aus der Truhe. Und dann? Dann kann es beginnen. Okay, du willst mir also sagen, du hast nichts in der Hose, sondern in deiner Truhe? Ich wusste ja, dass er keine Eier hat. Und sein Dämon genauso wenig. Gut. Man hat mir zu verstehen gegeben, dass dieser Turm niemals wirklich euch gehört hat. Eine absurde Theorie. Seit hunderten von Jahren bin ich sein unangefochtener Besitzer. Zwischen dem Augenblick, an dem ich hier Sassans Blut vergossen habe, und dem Quälen der Neuankömmlinge heute Morgen sind Äonen verstrichen, in denen ich meine nekromantischen Leidenschaften ausleben konnte. Wenn wir schon bei nekromantischen Leidenschaften sind, ich hatte schon einige Male das Vergnügen mit eurer leblosen Geliebten. Dann wurdet ihr also von ihr geködert, mit all den einzigartigen Freuden, die sie verspricht. Euer Geist wurde bei all den Möglichkeiten und Fantasien schwach. Wenn es um etwas Kaltes, Eisiges geht, ziehe ich, um ehrlich zu sein, ein gut gekühltes Bier vor. Wie gewöhnlich ihr doch seid. Ihr seid so geistlos. Eure Weltanschauung ist so entrückt, dass der Reichtum und das Potenzial dieses Bauwerks unter eurer Herrschaft ungenutzt brach liegen würde. Sicher, und du hast da einen Haufen Knochen liegen. Die Putze sollt ihr mal durchfegen. Ah, Moment, da liegt sie auch, also. Aber genug geplaudert. Razakiel zu beschwören war an sich eine nette Idee. Doch ihr seid gekommen, um zu scheitern. Ich kann euch nur ewiges Leben an meiner Seite anbieten. Eine weitere untote Marionette, die meinen Launen unterworfen ist. Ja, tut mir leid, ich glaube, das Angebot muss ich ablehnen. Denn wir haben hier einen netten Razakiel, der genau auf mich zuhält. So, und damit war's das mit beiden. Der Nekromant ist Geschichte. Aber eine größere Macht des Bösen blickt auf euren Turm, wie eine Schlange auf ihre Beute lauert. Was schmeißen wir denn mal raus? Hab ich nicht irgendwie noch Müll? Warum ist mein Inventar so zugestopft mit Rezepten? Das trinken wir. Und das trinken wir so. Verdammt. Naja. Wie kommt der denn schon wieder hier rein? Wer hat ihn eingeladen? Ah, der Drache soll also schlüpfen. Mithilfe des verschwundenen Zandalor. Ich hätte mir denken können, dass du irgendwann wieder auftauchen würdest. Alter Narr. Hüte deine Zunge, Unhold! Wie kann es die Geisel von Rivellon wagen, sich hier zu zeigen? Du wirst noch für deine Verbrechen bezahlen! Ha! Du stehst oben in deinem Elfenbeinturm der absoluten Moral und kannst dennoch die Dinge nicht überblicken. Der Tod des Göttlichen, der Krieg. Er selbst hat angefangen mit dem Mord an meiner Kinder. Lucian hat das Richtige getan. Igerna arbeitete für den Schwarzen Ring und musste deswegen sterben. Er würde das, falls nötig, wieder tun und ich ebenfalls. Genug. Ich habe sie geliebt und ihr sie getötet. Nun wird für jeden Tropfen ihres Blutes, das ihr vergossen habt, ein Meer aus Menschenblut fließen, angefangen mit deinem neuen Lakaien hier. Meine Heerscharen werden dafür sorgen. Er startet einen Angriff auf euren Turm. Es ist soweit. Werdet zum Drachen und lasst ihn eure Kraft spüren. Nun wird es Zeit für unsere neue Fertigkeit. Und dieses Schwert ist gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Aber zunächst gucken wir, was in diesen Leichen drin ist, weil die werden aus Gründen entfernt, sobald wir diesen Turm beherrschen. Und findet den Drachenstein, um die Kräfte freizusetzen, die ich auf euch übertragen habe. Eilt euch. Und wer ja, erst muss ich Äpfel mitnehmen. Und den Trank hier, der ist auch ganz nett. Ist hier noch irgendwas drin? Wenn Lycan hier schon so viele Leichen liegen lässt, dann muss ich sie auch looten. Ich meine... Okay, das Bier muss ich leider liegen lassen. Mein Rucksack ist schon voll. Ja, natürlich. Mein Rucksack ist jetzt ja voll. Ich erinnere mich. Essen wir einfach die Äpfel. So, das Erz bleibt drin. Oh, hier sind so viele coole Sachen drin. Das ist zu... Warum ist mein verdammtes Inventar voll? Was schmeißen wir denn nochmal raus? Ich würde sagen... Die braucht keine... Wobei... Das ist richtig useless hier. Das braucht auch kein Schwein. Aber der hat wenigstens Platz. Okay, einen Ring haben wir noch. Unbeugsamer Wille. So unbeugsam brauchen wir keinen Rucksack Willen. Ist schon voll. Gut, gut. Nun. Es ist endlich Zeit. Unsere Kräfte erwachen zu lassen. Heißt eurer neuen Herrscher willkommen. Und seht, was sie hier angerichtet haben. Die arme Insel. So. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Der Knochenhelm gibt uns Drachenheilung. Das Ding gibt uns Drachenschild. Und das Ding gibt uns Drachenpolymorph. Es gibt noch einige Drachenrüstungen mehr. Aber das sind so die Basics. Nun seid ihr die man schon im Trümmerteil kriegt. Lasst diesen verdammten Haufen die Macht der alten Rasse spüren. Verbrennt ihr Fleisch und bringt ihre Türme zum Einstürzen. Diese fliegenden Festungen stellen eine sehr außergewöhnliche Herausforderung dar. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und Funktion. Und ihr werdet lernen, diese zu erkennen. Hier sieht es noch genauso wie im Original. Besonders gefährlich sind sie, aber seid dennoch auf der Hut, da sie oft in großer Zahl eingesetzt werden. Sind wir los. Diese Umstände hätte weiterhin eine Angriffswelle nach der anderen gestartet. Verteidigen wir das bitte. Also das, was davon noch übrig ist, ich meine... Uah. Also echt. Haben die sämtliche Abgase ihrer Toilette eingefügt oder was? Das ist ja echt widerlich. So. Dann mal darüber. Ja, aber diese fliegende Festung, wenn man sie so nennen kann, ist noch ziemlich unspektakulär. Das sind nur ein paar Inseln. Mit Türmen drauf, da sind auch noch keine Truppen oder so. Wirklich nur um die Festung mal richtig kennenzulernen. Und die ist wie gesagt auch so gelassen worden im Remake. Im Original waren sie halt alle so Insel, wobei da bei den anderen auch Truppen drauf sind, aber sind noch ein paar Sachen dazu gekommen, die ich dann auch noch zeigen werde. Also wir werden die fliegende Festung sowieso sehen, weil ich sie alle. Weil ich sie alle clearen werde. So. Wie gut ihr euch doch gegen die Mächte des Verdammten zur Wehr setzen könnt. Komm. Lasst uns zu eurem Turm zurückgehen. Aber ich will doch nicht. Diese Sequenz kennen wir bereits, aber dieses Mal wird sie noch ein wenig extended.
Ich glaube, da hat irgendwer beim Kochen vergessen, den Herd auszumachen. Oder Dergs Schmiedefeuer hat das Dach von seinem Haus angezündet. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist da gehörig schief gelaufen. Ihr habt Damian die Herrschaft des Drachen gezeigt. Und nun benötige ich sie ebenfalls. Okay, ich kann euch auch eben eurer fliegenden Festung entledigen, wenn ihr irgendwo welche habt. Ich habe das Schutzamulett, das wir zum Betreten der Halle der Seelen benötigen. Aber es ist etwas schiefgegangen. Trefft mich in der großen Halle von Aleroth, wo ihr mir helfen müsst, die Wellen des Bösen aufzuhalten, die bei der Suche nach dem Schutzamulett freigesetzt wurden. Das klingt ja super. Überrannt, und bis zum Morgengrauen wird sie in Trümmern liegen, wenn ihr nicht kommt. Ich brauche euch, Drachenritter. Ich störe euch nur ungern, aber ich möchte euch diese Personen vorstellen. Tut mir leid, ich gebe keine Autogramme. Nein, darum geht es nicht. Diese Männer haben unter Leiken gedient. Nicht aus freien Stücken, sondern unter Zwang. Und nun werden sie euch dienen. Thomasius, Dietmar und Harold sind altgediente Sammler und werden das Land nach den Bezauberungen, Edelsteinen und Zutaten durchforsten, die ihr wünscht. Jetzt wisst ihr auch, warum wir jetzt wesentlich leichter an Zutaten rankommen, weil die einfach loslatschen und uns die Zutaten holen, die wir wollen. Ihr solltet wissen, dass Leiken sie nicht nur schlecht behandelt, sondern auch noch sehr dürftig ausgerüstet hat. Das könnt ihr jedoch ändern. Das klingt teuer. Teilweise ist es das, aber langfristig werdet ihr davon profitieren. Euer Ausbilder kann sie mit Waffen ausstatten, die ihre Kampfkraft erhöhen und die Zeit verringern, die sie zum Ausführen einer Mission benötigen. Und irgendwann ist ihre Kampfkraft dann weit über 8000. Euer Bezauberer kann Rüstungen für sie schmieden, die ihre Erfolgschancen erhöhen und das Risiko von Verletzungen verringern. Sollten sie sich auf ihren Reisen Verletzungen zuziehen, müsstet ihr euren Alchemisten anweisen, sie zu heilen. Das wäre alles. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Mutiger Zandalor. Er hat das Schutzamulett bereits. Lasst seinen Hilfe... Der Drachenstein wurde eurem Inventar hinzugefügt. Mit diesem könnt ihr euch von außerhalb des Drachenturms zu diesem begeben und anschließend wieder zurückkehren. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, mit ihm die verschiedenen Plattformen des Drachenturms zu erreichen. Ruf nicht auf taube Ohren stoßen, Drachenritter. Gut, wir haben hier Dietmar, Thomasius und Harold. Aber um die kümmern wir uns später. Wir gucken uns erstmal den Rest des Turms an. Wir hätten jetzt mal einen. Noch diese Beutetasche, die ich doch gerne noch lernen würde. Ach, wir haben jetzt Sammler. Wozu brauche ich den Topaz noch? Oh, mein Inventar ist allgemein viel zu voll. Warum habe ich mehr Zeug im Inventar als vorher? Ätzend ist sowas. Nee, ich werde das verändern. Gut, dann hätten wir hier den guten Kirill, der vorhin in irgendeiner der vorigen Folgen aufgepasst hat, der wird wissen, an wen das angelehnt ist. Mein Drachenmeister, ich heiße euch ergebenst willkommen. Ich bin Kirill, der berühmte Komponist. Was darf ich für euch spielen? Lesen wir erstmal seine Gedanken. Ich werde eine Totenmesse für Leiken komponieren, die wahrscheinlich das fröhlichste Stück werden wird, das ich je geschrieben habe. Das klingt doch gut. Wie seid ihr in diesem Turm gelandet? Wie so viele geriet ich in Leikens schreckliche Fänge. Zum Glück hatte der alte Perversling eine Schwäche für Musik und Tanz. Deswegen lebe ich noch und komponiere. Und deswegen lebt Salome noch und tanzt.